Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei ETS 2. Wir sind auf dem Weg von Hamburg nach Gedser. Denke mal, wird es ausgesprochen. Naja, ist auf jeden Fall in Dänemark. Und wir haben LKW-Batterien geladen. Ein Teil sind wir ja schon gefahren. Und genau, wir standen hier mitten in der Nacht. Ich finde den Akt doch so geil. Lackieren müssen wir den irgendwann nochmal. Aber hier müssen wir jetzt mal Nuss fahren. Gucken. So, Zündung. Licht. Blick aus. Das Ding aus. So, und dann geht's weiter, ne? Ihr wollt bestimmt wissen, wartet mal, können wir mal kurz einblenden. Das war F3. So. Wir haben noch 207 Kilometer. Und ich guck nochmal durch. Nächste Pause durch. Verbleibende Zeit haben wir noch 4 Stunden. Okay. Und die Ansicht hier nochmal. So wäre es mir recht. Aber ich werde es jetzt eh erstmal wieder ausblenden. Gut. Ah, Mist. Wir haben ja Schaltung. Wie konnte ich das verdrängen? Und die Bremse ist angezogen. Okay. Ich gebe mir heute mal alle Mühe, mal nicht zu knatschen. Und also beim Getriebe. Oh, da war es schon mal. Mir würde noch mal was einfallen lassen, ob ich dann irgendwie 50 Cent Strafe zahlen muss oder so. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir gleich abbiegen. Nee. Jetzt sehe ich zu spät, Tom. Nochmal. Oh, also diese Schaltung. Gib mir noch ein paar Parts und dann klappt es auch mit dem Runterschalten. Und jetzt mein Fernlichter. Ja, ich bin ja noch ganz gut ausgeruht, ne, von daher. Ziel ist ja immer noch, ich würde gerne in Schweden eine Zweigstelle aufmachen. Irgendwo, wo es uns gefällt, wo es uns dahin treibt. Mal gucken. Vor allem mal schauen, was denn so eine Zweigstelle da kostet. Ich hoffe einfach, dass es ein bisschen billiger ist als in Hannover. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So, jetzt geht's dann wieder auf die Bahn. Aber wir hätten uns ja verfahren auch noch, ne? Stimmt ja. Boah, schon wieder. Also ich habe das so drin, dass ich immer in den zweiten schalten möchte, was ja noch nicht der zweite jetzt unbedingt dann ist, ne? Also das war's ja von 5. Jetzt sind wir beim 7. Gang. Okay. Das Schöne, dass es noch angezeigt wird. Können wir versuchen, das dann so ein bisschen reinzukriegen. So, Beifahrer ist nicht da. Ist ja nichts los hier, ne? Naja, um die Uhrzeit. Ich denke, unser Kraftstoff wird noch reichen, aber ich glaube, Dänemark tanken macht auch nicht so viel Sinn, ne? Ist schon ziemlich, obwohl Dänemark wird ziemlich teuer. Ich weiß nicht, wie das hier im Spiel eigentlich ist. Ist das dann auch so oder ist das hier dann alles gleich? Auf jeden Fall. Jetzt mal links rüber. Kontrolle 90, okay. Fahren wir eigentlich schneller. So, ich will mal
mal die Spur wechseln. Okay. Ja, dann mit der Spezialisierung. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, was ihr moniert habt, das heißt moniert oder angemerkt habt, ich wusste das gar nicht, dass man diese Fernaufträge auch nur bekommt, wenn es so richtig lange gehen soll, ne? Dass man das auch nur bekommt, wenn man dann... Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Muss ich mich jetzt rechts halten oder links halten? Nee, geradeaus. Wenn man das auch skillt, ne? Mit diesen Fernfahrten. Also würde ich den nächsten Punkt mal da investieren. Wobei ich auch schön finde, die kürzeren Touren finde ich jetzt auch nicht schlecht. Wenn man das Ganze dann halt abschließt, ne? Wie weit haben wir es denn jetzt noch? Ja, 112 Kilometer, das sollte man eigentlich noch hinkriegen. Denn ansonsten kommen wir, glaube ich, auch zu spät. Wenn ich mich jetzt schlafen lege. Das wäre nochmal so eine Option, dass man sich einen Wecker stellen kann, wie lange ich denn schlafen möchte. Vielleicht kommt das ja nochmal. Oder was meint ihr? So, wir müssen wieder links rüber. Der schlaft, weil es nicht so viel sieht, ne? Na komm, das hältst du wohl noch durch jetzt. Fast geschafft. Werde ich jetzt nicht riskieren, dass wir den Auftrag zu spät abgeben. Ich hab Fernlicht dann. Tuck. So. Heute jeder Knopf ist hier beleuchtet, ne? Ich dachte gerade, ich könnte dieses Werk da nochmal einfangen, aber mir ist zu riskant. Geht da schon eine Bahnstrecke lang? So, wir haben es auch gleich geschafft. Und der Morgenkraut. Wir müssen ja auch rum. Das war knapp mit der Ampel. Ja, wenn ich immer Kurve in den siebten Gang muss, das verwirrt mich auch. Vielleicht soll ich das Getriebe nochmal umstellen. Man kann ja, glaube ich, die jetzt mit den Gängen nochmal variieren. Ne? So, das war schon besser. Der ETS 2 geplant ist, dass diese Woche auf jeden Fall noch eine Folge kommt. Ich hoffe, wir kriegen auch einen vernünftigen Auftrag in Dänemark, dass wir da irgendwie nach Schweden auch kommen. Vor allem bin ich gespannt, wie lange müssen wir hier in Schweden rumtingeln, bis wir uns da was leisten können. So. Schaltung. So, jetzt geht's, glaube ich, auf die Fähre. Schon sehr geil. Ich gucke einfach zu viel immer drumherum. Ich muss echt noch mehr auf die Straße achten, YouTube. So. Da. Wir wollen nach Gizeh. Erster Aufenthalt. Okay.
Oh, jetzt wird's schon knapp hier. Ich denke mal. Wo fahre ich denn mal lang? Hier raus, oder? Wenn man weiß, dass es knapp ist, wenn die Musik läuft, macht dann das ja schon ein wenig nervös. So, aber wir sind ja schon da. Also mit Schlafen wäre echt auch gar nichts gewesen. Ne? So, wir parken natürlich selbst. Oh, geil, der Sonnenaufgang. Echt geil. Ich habe den Motor abgesoffen. Das habe ich jetzt bei der Musik nicht gehört. Mann, Mann, Mann. Geil aus, oder? Ich versuch's nochmal von innen. Immer wenn ich abliefere, fällt mir ein, dass ich für euch auch nochmal das Gepiepe anstellen sollte. Ich weiß gar nicht wann, ich glaube ich hatte das irgendwann mal abgestellt im Multiplayer, weil mir es irgendwie so auf den Sack ging. Weil da jeder am Rumpiepen war. Jetzt aber. Komm, so schwer ist das nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ich muss mich selbst motivieren, YouTube. Sonst wird das nichts. Ja, dann kommen wir hier wirklich noch zu spät. Wenn wir es nicht schon sind. Oh, ich glaube nicht. So, stehen bleiben. Handbremse, Motor aus. Okay. Guckt euch mal diesen Blick an. Das ist echt der Hammer. Finde ich wirklich schön. Gut. Hilft nichts. Wir sind da, müssen abgeben. Da hinten weht die Dänemark-Fahne. Das wird mal ein Bild wert. Ja, dann gehen wir mal ab. Gucken, ob wir noch pünktlich waren. Das sieht gut aus. Was denn für ein Schaden? Okay. Immerhin 7000 verdient. 10 Stunden waren wir unterwegs. Okay. Wir könnten noch mal gucken, was es gibt. Ich bin jetzt hier. Gabelstapler, cool. Wohin? Nach Malmö? Ja, perfekt. Läuft ab in 7 Stunden, ja. Super. Das machen wir. Gut, nächstes Mal dann auf dem Weg nach Malmö. Und ich danke euch fürs Zuschauen und Schweden, wir kommen. YouTube, macht's gut!